Kollege Manuel Sarrazin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Rahmen der Debatte gerade schon darüber geredet, dass es zwischen Pristina und Belgrad im Moment viele Konfliktpunkte gibt. Aber es gibt einen Punkt, wo sich überraschenderweise die neue Außenministerin des Kosovo und der Präsident von Serbien, Herr Vucic, einig sind. Beide finden, dass KFOR unbedingt im Kosovo präsent bleiben muss. Und wenn die beiden sich schon einig sind, dann werden wir wohl verstehen, worum es geht. Nämlich, dass KFOR der Garant für die Sicherheit der Menschen im Kosovo ist, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Zuschreibung oder Herkunft. Sorgt KFOR dafür, dass Angst voreinander ein Haltebecken hat, nämlich, falls etwas passiert, gibt es eine Ebene der Sicherheit, die international garantiert wird. Und um das zu sagen, wenn ich mit den Menschen im Kosovo spreche, und wir Grüne sprechen dort mit allen Vertreterinnen und Vertretern, die im Parlament vertreten sind und in der Gesellschaft, sowohl von der serbischen Seite, sowohl von der serbischen Liste, als auch mit den verschiedenen Parteien der kosovo-albanischen Seite, dann ist klar, alle diese Menschen teilen den Wunsch, dass das Kosovo sich auf dem Weg in die EU machen kann. Und ich möchte hier ausdrücklich sagen, wir als Grüne, wie auch, denke ich, die Bundesregierung, stehen hinter diesem Ziel und wollen die Region und Kosovo auf diesem Weg begleiten. Aber wir müssen auch glaubwürdiger werden. Und deswegen, Frau Kollegin Alter hat es zu Recht angesprochen, muss die Visaliberalisierung auch als Zeichen der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union gegenüber dem Zusagen, wenn Standards erreicht werden, auch zu liefern, unbedingt und schnell kommen. Es ist nicht vertretbar, dass ausgerechnet das Kosovo nach dem Einhalten der Zusagen hier außen vor bleibt. Und es ist gefährlich für die ganze Region, dass so das Gefühl besteht, manche werden anders behandelt als andere. Wir sollten uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass das Kosovo endlich durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Staat anerkannt wird. Es ist nicht hinzunehmen, dass dauerhaft die Situation so bleibt, wie sie ist, und wir sollten in unseren Gesprächen mit den Freunden aus den anderen Hauptstädten dieses Argument nicht außen vor lassen. Denn für uns ist klar, die Anerkennung des Kosovos ist ein nicht verhandelbares Ziel. Natürlich muss auch Kosovo seinen Beitrag zur Annäherung leisten. Natürlich muss Kosovo sicherstellen, dass die Inklusion und der Schutz der serbischen Minderheit gewährleistet ist in seinem Staat, der kosovarischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die Serben sind oder sich als Serben verstehen. Aber Kosovo wird als Staat anerkannt werden müssen. Dieses Ziel ist meiner Ansicht nach nicht verhandelbar. Denn es ist klar, diese Region wird nur dann eine erfolgreiche Zukunft haben, wenn wir, so wie Michael Roth es gesagt hat, dafür sorgen, dass klar ist, gemeinsam, miteinander, mit dem Ziel, in der EU zusammenzuarbeiten. Das muss das Ziel der Politik in der Region sein. In dem aktuellen politischen Klima bleibt die Präsenz von KFOR ein unverlässlicher Stabilitäts- und Friedensgarant. Solange wir keinen dauerhaften Frieden in der Region erreicht haben, werden wir dieses Mandat also unterstützen. Danke sehr.